Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play A New Beginning. Ich bin's wieder, euer Theon. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Wir suchen immer noch nach einer Ölkanne oder wenigstens irgendwas, mit dem wir das Getriebe schmieren können. Gehen wir mal da oben rein. Schauen wir mal. Ich drück mal wieder auf Leertaste. Öl. Bin ich bescheuert oder was? Rapsöl. Bis vor wenigen Jahren hat es nur als Lampenöl gelangt. Heute benutzt man es auch für den Salat. Und um die schlechte Energiebilanz von Biotreibstoffen zu belegen. Okay. Sorry für den kleinen Schnitt. Jemand ist gerade in mein Zimmer gekommen. Ich sag jetzt nicht wer. Es ist nervtötend. Ich sollte vielleicht hier abschließen, wenn ich aufnehme. So. Motor ansehen. Das einzig Blöde hier finde ich wirklich, man muss mit der linken Maustaste draufbleiben, damit einem angezeigt wird, was man damit machen kann. Und mit rechts öffnet man Inventar. Das ist ja total verrostet. So, das müsste funktionieren. Okay, probieren wir es mal aus. Vielleicht klappt es ja, aber nur vielleicht. Ich frage mich immer noch, was ein Fogger ist. So, jetzt aber. Ah, verdammt! Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Fragen wir mal die junge Dame unten. Vielleicht hilft die auch. Ist auch soweit die einzige. Der wir uns unterhalten können. Ansprechen. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Ist das wirklich wichtig? Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe. Ja, schon gut. Was muss ich tun? Kommen Sie einfach mit nach oben. Da wären wir. Was ist das für eine Maschine? Der Fogger sorgt dafür, dass das Holz bis zum Winter gesund bleibt. So, ich brauche Sie jetzt hier vorne. Sie müssen die Klappe darunter drücken, während ich den Schalter hinten bediene. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Na klar, von mir aus kann's losgehen. Na dann. Beruhigen Sie sich doch. Das gehört so. Bist du verrückt? Schalt sofort die Maschine ab! Oh. Naja, das kommt leider vor. Aber wenn man die Schädlinge loswerden will, gibt es keine Alternative. Und das Holz brauche ich zum Heizen. Ihr seid so dumm. Na super. Besuch von Madame Hypersensibel. Nun warten Sie doch. Warten? Ist das etwa eure Standardantwort auf alle Probleme? Hä? Okay. Was hat die Frau für ein Problem? Hat die jetzt ernsthaft den Vogel beerdigt? Sie hat doch tatsächlich den Vogel begraben, wie ein kleines Mädchen. Okay. Sie sieht verstört aus.
Nun kommen Sie schon. Was soll der ganze Aufstand? Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht kannst du mir doch nicht helfen. Helfen? Wobei denn helfen zum Kuckuck? Ich bin im Ruhestand. Ich helfe niemandem mehr. Oh, bitte. Gucken Sie mal nicht so traurig. Am besten wäre... Was ist mit Ihnen los? Wasser. Bring mir ein Glas Wasser. Na gucken. Sie hat doch tatsächlich den Vogel begraben. Wie ein kleines Mädchen. Aber dass sie Blut spuckt, interessiert ihn gerade überhaupt nicht, oder wie? Was denn jetzt noch? Svensson. Dr. Angust hier. Hallo, Bent. Sie klingen gestresst. Es passt gerade auch gar nicht. Ich habe Besuch. Na. Was haben wir über Stress gesagt? Doc, bitte. Der Frau geht es nicht gut. Sie hatte einen Anfall, oder... Ach, das hatten wir doch schon 1000 Mal, Bent. Ihr Samariter-Komplex hat sie sogar ins Krankenhaus gebracht. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Was? Aber... Wiederholen Sie es. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Aber ich muss der Frau doch helfen. Sie müssen sich erst einmal selber helfen. Das Thema Samariter-Komplex hatten wir doch bereits, oder? Sie haben ein Recht auf Ihren Egoismus. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Sagen Sie es. Die Frau hat einen Schuss. Also ich hätte sie nicht gern als Psychiater. Die macht ja den aus dem freundlichsten Menschen einen Egoman. Ich habe jetzt keine Zeit für Ihre Psychospiele. Keine Zeit? Das war der alte Bent, der ständig keine Zeit hatte. Erinnern Sie sich an den Mann? Augenringe, Sorgenfalten. Saß wie im Wahn bis in die frühen Morgenstunden im Labor und merkte gar nicht, wie sein Leben an ihm vorbeizog. Bis er irgendwann auf der Intensivstation des Marinehospitals aufwachte. Sie sind jetzt der neue Bent. Der sich nicht länger für die ganze Welt verantwortlich fühlt. Na los. Ich will es von Ihnen selbst hören. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte wahrscheinlich schon nach dem ersten Satz aufgelegt mit dem Wort "Ich habe keine Zeit, die" einfach aufgelegt. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Na also. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie endlich zur Ruhe kommen. Warum angeln Sie nicht ein wenig? Weil ich nicht an der Überfischung der Meere teilnehmen will. Was habe ich Ihnen gesagt? Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Behalten Sie das immer im Kopf. Ich rufe Sie morgen wieder an. Bis dann. Ja, bis morgen. So, und nun zu Ihnen. Erzählen Sie mal, was Sie hierher treibt. Was mich hierher treibt. Okay. Vertrauensbasis. Mein Name ist Faye. Ich bin Zeitpilotin. Konfrontation. Ich komme aus der Zukunft. Die Menschheit steht kurz vor der Auslöschung. Was soll das? Was wird das hier? Was ist das für ein Zettel? Richtlinien für transtemporale Kontaktaufnahme. Ich habe denen gesagt, dass ich das nicht kann. Nein, im Ernst? Salvador hatte recht. Reden bringt nichts mehr. Jetzt hören Sie aber auf. Dann kommen Sie halt aus der Zukunft oder aus der Muppet Show. Nur, was hat das mit mir zu tun? Was wollen Sie von mir? Deine Forschung. So ein Quatsch. In meiner Zeit sterben die Menschen. Die Tiere sterben. Die ganze Welt stirbt. Deine Forschung könnte das verhindern. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Oh doch, Bent. Du bist sogar der Einzige, der mir helfen kann. Du, Bent. Du allein bist für die ganze Welt verantwortlich. Du kannst es nicht wissen, aber heute in 500 Jahren ist die Erde zerstört. Alles ist kaputt. Die Oberfläche unbewohnbar. Die letzten Überlebenden leben in Bunkern unter der Erde und die Auslöschung der Menschheit steht kurz bevor. Gut, interessant. Glaubst du mir? Ja, natürlich. Das ist das Team. Guck.
Okay. Wer ist das? Das ist Salvador. Er war auch hier in Norwegen. Du wirst ihn bestimmt bald treffen. Und er kommt auch aus der Zukunft? Ja, natürlich. Was meinst du denn, wo das Foto gemacht wurde? In einer Raumstation? Auf dem Mars? Sei nicht albern. Du wirst es schon noch verstehen. Ja, das ist lustig. In die Vergangenheit können sie reisen, aber nicht auf dem anderen Planeten, ne? Der Mann hier mit der Glatze, der sieht wichtig aus. Das ist Kvadi, unser Kommandeur. Seine Aufgabe ist es, alle in der Kolonie am Leben zu halten. Ich glaube, es war nicht leicht für ihn, uns auf so eine schwierige Mission zu schicken. Nigel ist mein Mentor. Nach dem Tod meiner Eltern hat er sich um mich gekümmert. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Was ist mit Ihnen passiert? Sie waren Windscouts. Sie hatten den Vertikaldruck der Toxosphäre falsch berechnet. Die Kites hielten, aber der Anker riss. Das tut mir leid. Macht nichts. Das konntest du nicht wissen. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob er überhaupt verstanden hat, was sie gemeint hat. Sie sehen da ja nicht sehr glücklich aus. Ich bin halt nervös. Immerhin soll ich die Welt retten. Das glaubt wohl jeder irgendwann mal. Okay. Ach, das ist Delvin. Der ist sowas wie ein Wunderkind. Er hat ganz allein den Pneumator repariert, bevor überhaupt jemand gemerkt hat, dass das Ding kaputt war. Delvin kommt mit allen gut aus. Er scheint Angst zu haben. Das hatten wir alle. Jeder auf seine Weise. Okay. Joseph hat viel Zeit im Archiv verbracht. Da hat er alles über die Welt gelernt, was es zu wissen gibt. Na, das war ja wohl nicht gerade wenig. Naja, so viel auch wieder nicht. Aber alles, was noch lesbar war, hat er mindestens 100 Mal gelesen. Dina und Joseph wollten unbedingt nach Europia. Nach dem Abschluss der Mission wollten sie sich die Kunst da anschauen. Ich weiß nicht. Sie interessieren sich wohl nicht so für Kunst? Ich verstehe halt nicht, wie sie uns bei der Rettung helfen soll. Gute Frage. Wer ist die Frau in dem roten Pullover? Sadi, meine beste Freundin. Sie ist nach Südamerika gegangen. Für einen Studentenaustausch? Nein, wir haben nichts zu tauschen. Dieser ganze Materialismus ist doch überhaupt erst das, was zum Untergang geführt hat. Wir in der Zukunft brauchen das alles nicht. Wir wollen nur überleben. Oh, schon gut, schon gut. Es war ein Missverständnis. Beruhigen Sie sich. Die Frau hat ein hitziges Temperament. Ein hitziges Temperament. Ja, ich glaube, das ist so richtig so. Das ist Hardy. Er ist zur Zwiebelburg geschickt worden, um mit den dortigen Machthabern zu reden. Die liegt dann wohl irgendwo im Takatuka-Land. Ich weiß nicht. Das hieß anders, glaube ich. Okay. Hammersaale. Nette Kostüme. Aber was soll das Ganze? Verstehst du es immer noch nicht? In unserer Zeit ist die Welt am Ende. Die Katastrophe ist schon zu weit fortgeschritten. Wir sind Zeitpiloten. Wir wurden in das Jahr 2050 geschickt, um den Klimawandel aufzuhalten. Wie bitte? Wir wollten die Fehler, die die Menschheit begangen hat, wieder gut machen. Doch wir hatten uns verrechnet. Faye, lebst du noch? Oh, ich weiß nicht. Fühlt sich nicht so an. Lass die Scherze. Wir sind da. Woran erkennst du das ohne... Ah! Bringt mich zu eurem Anführer. Autsch! Verdammt! Nicht die Hülle berühren. Ja, danke. Das weiß ich jetzt auch. Sag Hallo zum Jahr 2050. Hallo 2050. Kaum vorstellbar, nicht? Wir sind wirklich in der Vergangenheit. Okay. Wow, man kann ja den Himmel sehen. Und die Luft atmen. Geht! Die Luft schmeckt seltsam.
Bleiern. Irgendwie hatte ich mir die goldene Vorzeit anders vorgestellt. Nicht so schmutzig. Hoffentlich sind die anderen Teams nicht auch auf einer Müllkippe gelandet. Wir sollten gleich loslegen. Seit wann bist du so pflichtbewusst, Faye? Hat dich der Zeitsprung verändert? Aber du hast recht. Bau schon mal die Zeitfunkantenne auf. Ich schau mich so lange um. Nigel? Was ist denn noch? Was soll ich genau machen? Oh, die Zeitfunkantenne aufstellen natürlich. Hast du bei der Einsatzbesprechung geschlafen? Die Antenne liegt im Staufach der Kapsel. Eine Anleitung sollte es da auch geben. Ich hätte damals wirklich nicht schwänzen sollen. Gibt es noch etwas, das du wissen willst? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du den Zeitfunk aufbaust? Du wurdest ausgebildet, das Zeitfunkgerät zu bedienen, nicht ich. Sonst noch was? Wie lautet unsere Mission eigentlich im Einzelnen? Wir suchen die politischen Führer, stellen sie zur Rede und überzeugen sie, vernünftiger mit unserem Planeten umzugehen. Das ist der Plan? Das ist der Plan, ja. Wieso? Klingt ein wenig naiv. Es geht um das Überleben der Menschheit. Um die Zukunft des ganzen Planeten. Natürlich werden sie uns zuhören. Ist sonst noch was? Glaube ich irgendwie nicht. Nicht. Ich bin gleich wieder da. Ich glaube kein einziges Wort dieser Verrücktheit. Hör mir doch erstmal zu, Bent. Absurd. Ich sollte also die Zeitfunkantenne errichten, um die anderen Teams zu kontaktieren. Zeitkapsel? Ansehen. Sie strahlt immer noch Wärme aus und scheint in gutem Zustand zu sein. Mehr kann ich von hier aus nicht sagen. Der sieht einigermaßen stabil aus. Andererseits hätte ich das wohl auch gesagt, als er noch an der Decke hing. Ich müsste ehrlich sagen, für 2050 sieht das Ding eher aus wie ein Rattenloch. Das kann doch nicht... Die Stadt ist zerstört. Können wir uns wirklich so geirrt haben? Hoffentlich sieht es bei den anderen Teams besser aus. Wow. Also da muss was ordentlich passiert sein. Hier ist alles verloren. Wir sind zu spät. Na, gehen wir mal zurück. Gerümpel. Es ist alles völlig zerstört und verdreckt. Hier war schon seit Jahrzehnten kein Mensch mehr. Okay. Hinabsteigen. Die Zeitkapsel sieht echt komisch aus, aber Wurst. Die Klappe zur Ladefläche. Ah. Öffnen. So. Die Zeitfunkantenne. Platzsparend verpackt und in all ihre Komponenten zerlegt. Okay. Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden, an dem ich sie aufbauen kann. Ja, ich glaube, wir haben da den richtigen. Gehen wir mal wieder da hoch. Ich muss ehrlich sagen, wenn so 2050 aussieht, ja, dann gute Nacht. Es ist ein reines Rattenloch. Ja, hier nochmal ein kleiner netter Ausblick. Jesus im Himmel. Okay, dann machen wir auch hier wieder Feierabend. Sorry für diesen ganz gemeinen Schnitt, aber... Ja, es haben wir genügend gemacht für heute. Oder jedenfalls für diese Aufnahme. Wenn es euch bis jetzt gefallen hat, das Spiel, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Man sieht sich, ja, in der nächsten Folge von A New Beginning. Bis dann, ciao!